Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nell und heute möchte ich etwas über Lippenkonturstifte erzählen. Ich bin viel zu faul, um sie zu benutzen, deswegen möchte ich maximum zwei haben. Und es sollen die besten zwei sein. Deswegen habe ich mir diverse Kriterien überlegt, nach welchen ich sie sortieren werde. Ein farbloser ist nicht dabei, weil ich den Konturstift hauptsächlich zur Modellierung brauche, zur Formveränderung, Vergrößerung. Natürlich möchte ich aber auch die Haltbarkeit der anderen Produkte dadurch verlängern können. Wie könnte es anders sein? Ich beginne mit Chanel. Das ist ein Stift mit der Farbe 34. Er kommt mit Pinsel und Anspitzer. Ist schon ein bisschen härter, dafür wunderbar haltbar mit 6 Stunden. Eignet sich sehr gut zum Konturieren, nicht jedoch so gut zum Ausmalen. Als Ersatz für Lippenstift zum Beispiel. Die Farbe ist traumhaft schön. Es ist ein leichtes Nude mit einem Hauch von Rosa und es ist die Lippenfarbe quasi schlechthin für die meisten Menschen. Mit meinen verschmilzt er so gut, dass es ein natürliches Ergebnis hervorzaubert. Er ist ein bisschen härter. Deswegen, wenn man ihn nur als Lippenstift benutzt, um die Lippen auszumalen, ist es schon leicht schmerzhaft. Dafür, wie gesagt, hält er sehr lange. Der nächste ist einer von MAC Striptown. Das ist die Farbe, die ich seit den 90er Jahren eigentlich liebe. Er kommt ohne Pinsel und Anspitzer. Ist er 10 Euro günstiger als der von Chanel. Er ist schon sehr hart. Die Farbe ist ein wunderschönes Braun. Zum Konturieren eignet er sich perfekt und die Haltbarkeit ist auch sehr, sehr gut vergleichbar mit dem von Chanel. Allerdings, wenn wir wirklich vorhaben, den als Lippenstift zu verwenden, die ganze Lippen auszumalen, ist es sehr, sehr schmerzhaft. Auch ist mir aufgefallen, dass diese harten Konturstifte pudriger sind und die Fältchen, Hautschuppen stark betonen und dadurch nicht sein feines, elegantes Ergebnis rüberkommt, sondern wirklich die Sachen, die wir eigentlich verbergen wollen, in den Vordergrund rücken. Und so werde ich mir den Stift von MAC nicht nochmal nachkaufen. Hier kommt der Stift von Sisley mit Pinsel, mit Anspitzer. Er ist zart, weich, sehr haltbar. Die Kontur und das Ausfüllen gelingt wunderbar. Beige Natural ist einfach mein Favorit nach Punkten und ich werde ihm immer wieder nachkaufen, noch in einer anderen Farbe. Bin total begeistert von dem Ergebnis und kann ihn wirklich allen empfehlen, die sich wirklich was Gutes, Weiches und Haltbares wünschen. Die Farbe seht ihr hier, es ist viel dunkler als auch eigentlich aufgetragen an den Lippen. Es ist ein beige-braun, das sehr natürlich wirkt. Es lässt sich wirklich super zum Konturieren verwenden, gleitet leicht, bildet überhaupt keine Fältchen, die verschmelzen eigentlich eher mit dieser Textur, die sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Man kann ihn auch super als Lippenstift benutzen. Unter dem Lippenstift steigert er die Haltbarkeit enorm. Die Lippenstifte kriechen nicht so oben in diesen kleinen Fältchen hoch. Einfach ein Traum, so wie dieser nächste hier von Burberry. Er ist in der Farbe 05 und das ist ein zartes Rosa, auch ein bisschen Nude-Farben. Er verschmilzt butterig zart, genauso wie der Stift von Sisley. Vielleicht noch ein Ticken butterweicher. Er ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und eignet sich zauberhaft als Lippenstift. Auch zum Konturieren, Modulieren der Lippenform ist er perfekt geeignet. Er hat einen Nachteil, wahrscheinlich weil er so weich von der Konsistenz ist und so fettreich, dass er nicht so lange haltbar ist. Die Haltbarkeit würde ich schon herabsetzen von 6 Stunden bei Sisley, hier bei Burberry ja vielleicht 4 Stunden. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbarer Stift. Er kommt mit einem Anspitzer ohne Pinsel und ist in der Preiskategorie mit Chanel gleichzusetzen. Burberry macht unglaublich gute Kosmetik. In der Kategorie würde ich sie sogar eine Stufe über den Konturstift von Chanel setzen. Aber der Sieger in allen Kategorien bleibt der Stift von Sisley. Er ist zwar der teuerste, aber auch der beste. Somit werde ich ihm weiterhin nachkaufen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und bis bald.